Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Video von mir. Und ja, heute gibt es eine neue Sache, die ich noch nie bei einem YouTuber gesehen habe. Aber falls es so etwas gibt, dann schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren und verlinkt mir das Video. Es würde mich sehr interessieren und ja, auf jeden Fall möchte ich euch heute die Pferde zeigen, die ich mir noch kaufen möchte, und ich sag jetzt schon voraus, dass es sehr viele sind. Und ja, also nicht wundern, und ich wünsche euch viel Spaß beim Video und let's go! Thank you.
Leute, das waren alle Pferde, die ich mir noch kaufen möchte und bestimmt irgendwann kaufen werde. Und ja, es sind mega viele, ja, ich weiß, aber ihr müsst dazu auch zählen, dass ich 2 Accounts habe und ich mir diese Pferde nicht alle auf meinen Hauptaccount oder auf meinen zweiten Account kaufen werde. Weil auf meinem zweiten Account habe ich mega wenige Pferde im Gegensatz zu meinem Hauptaccount und ich möchte ja natürlich auch auf meinem anderen Account ein paar Pferde mehr haben, natürlich. Und ich zeige euch jetzt, wie viel mir das alles kosten würde. Ich habe auch dazu die Pferde gezählt, dass ich nur vielleicht kaufen werde, also nur vielleicht Pferde, die ich mir vielleicht auch kaufen werde. Und ja, insgesamt werde ich 46.436 Starcoins. Leute, das ist extrem viel. Dafür müsste ich mir 10.000 Starcoins kaufen, um mir diese Pferde alle zu kaufen können. Und oh mein Gott. Also, ich werde es irgendwann schon schaffen, mir all diese Pferde zu kaufen. Und ja, schreibt mal eure Wunschpferde, die ihr euch noch kaufen möchtet, unten in den Kommentaren. Das würde mich sehr interessieren, welche Pferde ihr noch kaufen möchtet. Und schreibt mal, was für Pferde ihr euch in SSO wünscht. Denn demnächst werde ich ein Video machen, wo ich den Support anschreibe, also Star Stable anschreibe. Und eure ganze Ideen in einen Brief, sagen wir mal so, schreiben werde und es ihnen schicken. Das werde ich machen und ja, ich hoffe, ich bekomme viele, viele Anfragen und ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, in der Hoffnung, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert in den Kommentaren los, was ihr möchtet, was ihr euch wünscht. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.